Wir tauchen jetzt nochmal runter. Hier ist irgendwie so ein großer weißer Hai. Oh, scheiße. Wir haben ja vor kurzem diese Taucherglocke hier gebaut und damit diesen Sketch in dem Schlossteich gefilmt. Da war das Wasser allerdings so dreckig, dass man nicht wirklich unter Wasser von außen filmen konnte. Das wollen wir jetzt nochmal machen und auch mal testen, wie lange man unter Wasser bleiben kann theoretisch und wie tief man runterkommt. Genau, als wir das damals getestet haben, ist ein bisschen Wasser reingekommen und auch die Gewichte kann man noch besser festmachen, dass man es ein bisschen bequemer tragen kann. Deswegen bauen wir das Ganze jetzt nochmal um. Die wir da vorgenommen hatten, waren ein bisschen unpraktisch, deswegen nehmen wir jetzt diesen Flachstahl, das können wir dann direkt an das Gestänge dran schweißen. In unserem Blumentopf sind ja jetzt 60 Liter Luft, das heißt wir brauchen auch 60 Kilo, damit das ganze Ding untergeht. Wir wiegen das hier jetzt mal und gucken dann, wie viel Kilo wir noch dazu hängen müssen, damit wir schwer genug sind. Das sind jetzt ziemlich genau 20 Kilo, das heißt wir brauchen jetzt noch 40 Kilo in Hantelscheiben oder sowas. Ich finde, unsere Taucherglocke sieht doch schon mal ganz robust aus. Damit man die jetzt etwas besser tragen kann, das sind ja immerhin 60 Kilo, machen wir hier noch so Gurte rein. Wir gehen dann da drin so über die Schultern und halten die ganze Glocke hoch. Das letzte war ein bisschen das Problem, dass es immer gekippt ist. Deswegen haben wir die Gewichte jetzt hier so gemacht, dass man die austarieren kann. Das heißt, man kann die jetzt hier drauf machen und dann nach vorne und hinten schieben. Ich hoffe, das kracht hier nicht zusammen. Dann verbessern wir jetzt nochmal den Filter hier. Der zieht ja mit diesem Staubsauger die Luft durch den Atemkalk, um das CO2 rauszufiltern. Das gleiche wollen wir ja dann bei unserem großen U-Boot aus dem Gastank machen. Damit wollen wir bei 1 Million Abonnenten anfangen. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Es lohnt sich. Wir sind jetzt mit der Taucherglocke hier in Dietz an diesem idyllischen Tauchsee. Nochmal vielen Dank an die Taucher vom Aquanaut, die jetzt dabei sind und uns unterstützen und die uns auch den See hier gezeigt haben. Der hat echt richtig geil klares Wasser. Wir gehen jetzt da hinten auf so eine 2-Meter-Plattform erstmal und probieren das mal aus. Dicht ist die Taucherglocke und austariert eigentlich auch ganz gut. Jetzt habe ich hier nochmal 2 Messgeräte, einmal für Sauerstoff und einmal für Kohlendioxid. Da müsste ich dann sehen, wann die Luft verbraucht ist, weil der Sauerstoff ja nicht nachgefüllt wird. Wir bauen die jetzt mal ein und dann geht es nochmal ins Wasser. Jetzt kommt hier noch der Filter rein. Und dann machen wir jetzt mal die Gewichte drauf. Die großen Gewichte kommen dann erst im Wasser dran. Ich war selber auch noch nie tauchen. Der Michael bringt mir jetzt mal ein bisschen bei hier, wie das geht. Wir sind jetzt nur auf dieser kleinen Plattform, da soll es kein Problem sein. Also jetzt habe ich noch 21% Sauerstoff. Wenn der halt zu gering wird, dann muss ich dringend raus. Kommt gut aus. Ich merke auf jeden Fall schon den Druck. Jetzt ist die Frage, ob es dicht ist, aber es sieht doch ganz gut aus. Ja, das ist so geil hier unten. Weil mir gut, wenn man einfach rausgucken kann durch die Scheibe. Da hinten ist der Johannes bei seinem ersten Tauchgang. Und filmt ein bisschen. Oh geil, jetzt kommt die Sonne raus. Oh, sieht das cool aus. Ich kann hier einfach richtig laufen.
Irgendwo soll hier auch eine Schatztruhe liegen. Ich versuche, die mal zu finden. Ich habe immer noch 21% Sauerstoff. Unter Wasser, das ist wie so eine andere Welt. Ich finde, das fühlt sich so an, als würde man eine neue Welt irgendwie entdecken. Wenn ich mich jetzt etwas kippe, dann kommt hier ein bisschen mehr Wasser rein. Aber solange das mir nicht über die Nase geht, ist ja alles kein Problem. Ich kann es voll schlecht abschätzen, wie tief ich bin. Boah, da unten ist ein Fisch. Da unten schönen Fische. Hey, ist das geil. Boah, da ist die Kante, da geht's runter, 10 Meter. Oh, krass, hier ist die Schatztruhe. Die haben die ja wohl mal irgendwann versteckt. Hier unten wird es schon so ein bisschen dunkler. Ich müsste jetzt etwa bei 4 Meter sein. Ich kriege hier schon ein bisschen Druck auf den Ohren. Wir tauchen jetzt nochmal runter. Hier ist irgendwie so ein großer weißer Hai. Den haben wir da hingelegt. Also ich bin mal mega gespannt. Also runter, ja? Alter, sieht das geil aus. Krass. Geil, boah. Oh, Scheiße. Ich geh mal ganz schnell runter. Jetzt nicht mehr rum. Ich bin sau tief. Ich glaube, das war so nicht gebrochen. Also die haben gerade gesagt, ich war gerade bei 8 Meter unten. Ich habe gerade echt ein bisschen Schiss gekriegt, als es so richtig runterging. Eigentlich wollten wir gerade nur runter zu dem Hai, aber ich konnte mich dann nicht festhalten und bin ganz runter auf den Grund vom See. Alter, ich habe echt Schiss gekriegt gerade. Das ist schon gruselig, wenn man da keine Luft mehr hat. Aber zum Glück waren ja die Taucher da. Die haben mich jetzt wieder rausgeholt. Also Leute, macht das auf jeden Fall nicht nach zu Hause. Das kann echt lebensgefährlich sein, wenn ihr niemand dabei habt, der sich richtig auskennt. Ja. Boah, ich bin gerade echt froh, hier wieder draußen zu sein. An Land. 60% Sauerstoff. Ja, ja. 8 Meter, ach du Scheiße. Ganz vielen Dank nochmal an die Taucher, die dabei waren und vorher auch den See abgecheckt haben, dass es da nicht zu tief runter geht und außerdem die ganze Zeit mit einer Sauerstoffflasche dabei waren. Also konnte eigentlich gar nicht so viel passieren, auch wenn ich mich ziemlich anders gefühlt habe. Ja, das normale Tauchen hat auch mega Spaß gemacht. Wir haben diese Münze dabei gefunden. Wenn ihr die im Video findet, die ist einmal kurz zu sehen, dann schreibt uns mal auf Instagram eine Direktmessage. Da verlosen wir dann die Münze und noch ein paar Sticker. Die Taucherglocke steht jetzt übrigens im Aquanaut in Darmstadt. Da könnt ihr euch die auch angucken gehen. Ganz vielen Dank auch nochmal an alle, die schon Mitglied von unserem Kanal geworden sind. Im nächsten Video geht es dann auch weiter hier mit der Roomtour. Dann sehen wir uns wieder nächsten Montag. Wochen kommen da echt coole Projekte.